Servus Leute, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal ein Video, was wahrscheinlich sehr viele Dislikes haben wird, aber ist mir so scheißegal. Und zwar bin ich hier auf meinem YouTube-Kanal und werde einfach meine Meinung frei äußern. Es geht halt um das Thema Bushido und K1. Und hatte K1 recht oder hatte K1 Unrecht? Und ich werde heute mal ein bisschen paar Sachen euch erklären. Okay Leute, ich fange direkt an, auch mit dem Diss-Track von Bushido, Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Und zwar hören wir erstmal rein. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, sind ganz Deutschland. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Diese Line bringt er. Ich sag euch mal eine Sache. K1 sagte in einem Interview bei, ich weiß nicht mehr, genau, das war ein Interview bei hiphop.de mit Roos zusammen und da sagt er. Bushido hat einen Rücken, K1 Bodensee, kein Rücken. Keine Großfamilien, nichts. Ein ganz normaler Typ, der nichts hat, niemanden hinter sich hat und auch zu keiner Mafia oder Großfamilie oder Gruppierung gehen will. Bleibt nur eine Möglichkeit, und zwar zur Polizei zu gehen. Ja. Ja, er hat diesen Polizeischutz, weil seine Familie bedroht wird. Seine Geschwister, sein Bruder, der noch zur Schule geht, weil die alle bedroht werden. Deswegen haben die diesen Schutz von der Polizei. Schauen wir mal heute. Was ist heute? Richtig, Bushido hat Polizeischutz, weil seine Familie bedroht wird. Erstmal macht er K1 dumm an damals und macht 20 Jahre einen auf krassen Gangster und hat jetzt Polizeischutz. Du bist nicht interessant für diese Medien ohne mich. Ich bin angeblich Sklave der Familie Abu Chaka. Schäm dich. Arafat war sowas wie dein Vater. Ja, dann gehen wir mal kurz rein in Bushido Mephisto, ne? Lag in Scherben, er hatte was er wollte und ließ ihn nicht mehr los wie ein Wolf seine Beute und so. Also, Arafat ließ Bushido nicht mehr los wie ein Wolf seine Beute. Wege, hätte nur Mephisto nicht noch immer seine Seele verschlossen. Also hat Mephisto Arafat die Seele von Bushido. K1 sagt in einem Interview bei Stern TV, ja, Bushido ist ein Sklave. Bushido sagt, schäm dich, Arafat war sowas wie dein Vater. Dann, die Jahre später, sagt Bushido, Arafat, er wurde wie ein Sklave von Arafat behandelt. Also hatte K auch in diesem Punkt recht gehabt. So Leute, und zwar kommen wir noch zu einem Punkt, und zwar, der mich sehr, sehr interessiert hat, schreibt Bushido seine Texte selber. Gucken wir mal, ne? Heko sagt, wo kriegen wir ein bisschen Kohle her? Okay, komm mal ein bisschen näher. Ich muss dir etwas zeigen, eine SMS von Bushido. Ich soll für ihn schreiben, so. So, K1 sagt, dass sie, K1 und Echo Fresh ein scheiß Leben hatten. Es ging ihnen nicht gut. Und dann kam Bushido und hat gesagt, Echo soll für Bushido schreiben. Okay, warte ganz kurz. Ich gehe ganz kurz weg von K1s Video. Ihr sagt jetzt vielleicht, ja, du beziehst dich auf K1, der Beef mit dem hatte. Gucken wir mal, was Arafat sagt. Weil er sagt ja, Bushido Beat. Bushido hat noch nie in seinem Leben ein Beat gemacht. Noch nie in seinem Leben. Er kann keine Beats machen. Er kann gar nichts. Er kann weder schreiben, noch irgendwas. Okay, das haben wir uns jetzt angehört. Gucken wir weiter. Bushido konnte noch nie schreiben. Bushido konnte auch nie freestylen. Und Bushido konnte auch noch nie teilen. Habt ihr irgendwann mal so wirklich einen richtigen Freestyle von Bushido gesehen? Nein. Und wenn es ein Freestyle-Motto war, dann war es ein Text, der auswendig gelernt wurde. So, ist einfach Fakt. Ich sage euch eine Sache, K1 ist der Freestyle-King. Es gibt keinen, der besser freestylen kann. Aber ich habe noch nie einen Freestyle von ihm gehört. So Leute, ich will mich jetzt gar nicht mehr auf dieses Bushido kann keine Texte schreiben mehr. Ich hätte noch mehr Beweise für euch. Komm, ich baller sogar noch ein paar Beweise raus. Ich habe mir was aufgeschrieben hier, Leute. Und zwar, so, sagt ein Typ in diesem Video hier von K1 bei, ich sag euch mit Beweis sogar, Minute 12:56, Echo hat Bushidos Album geschrieben. Bitte guckt weiter, Minute 13, Sekunde 11, sagt er, K1 ist nur bei Bushido, da weil K1 die Texte für ihn schreibt. Dann, Leute, ihr könnt mir nicht sagen, Shindy sagte damals, zu der Zeit mit K, sagte er, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Tschüss, EGJ. Damals schon sagte das Shindy. Aber waren die beiden nicht eigentlich immer dicke? Und dann, direkt danach hat er diesen Facebook-Post gelöscht. Komisch. Also war Shindy ja doch nicht zufrieden, bei Bushido zu sein, ne? Was ist heute passiert? Shindy ist komplett weg von ihm. So, Leute, weil das jetzt, vielleicht sagen einige, ja, nein, das reicht nicht. Bushido schreibt seine Texte selber. Wasted. Der immer neben ihm stand. Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat. Und mich, Digga. Okay, Leute, ich finde, das ist krass.
dass man als Rapper seine Texte nicht selber schreibt. Ich finde, das ist krass so. Okay, dann kann ich ja jetzt auch von irgendeinem krassen Rapper die Texte nehmen, auswendig lernen. Bin ich dann krass? Nein. Die Texte sind doch gerade das Krasse. Der Flow und der Beat, natürlich machen die was aus. Aber dass man den Text selber schreibt, ist das A und O. Und dass Bushido seine Texte nicht selber schreibt, wissen wir jetzt auch. Müsst euch das so vorstellen. K1 hat damals gesagt, Echo Fresh ist zu Bushido gegangen und musste seine Texte schreiben. K1 musste bei ihm bleiben, weil er seine Texte geschrieben hat. Shindy musste da bleiben, weil er seine Texte geschrieben hat. Samra war bei ihm, weil er seine Texte geschrieben hat. Kapital bezeugt das. Der Typ in diesem K1-Video bezeugt das. K1 bezeugt das. Arafat bezeugt das. Shindy ist weg. Wie viele Beweise wollt ihr noch haben? Ich sag euch nur eine Sache, K1 hat mit seinem Diss-Track recht gehabt. Bushido wurde wie ein Sklave behandelt. Und ich sag euch auch, Bushido macht 20 Jahre einen auf Gangster, weil er hatte den krassesten Rücken hinter sich. Er hatte den Abu Chaka-Clan hinter sich. K1 hatte niemanden hinter sich. Natürlich holt er sich Polizeischutz. Und dann disst ihn Bushido damit in seinem Track. Heute hat Bushido niemanden hinter sich. Klar holt er sich doch dann Polizeischutz. Das Blatt hat sich gewendet und K1 ist der Rapper, der diesen Diss verloren hat und der einfach recht hatte. Er hatte einfach recht, aber alle haben ihn tot gehatet. Und ich sag euch eine Sache, eigentlich müsste K1 der sein, alle Rapper machen ihre Fressen auf, alle Rapper labern, aber K1 müsste der sein, der am meisten reden würde und er ist der, der gar nichts zu dem Thema sagt. Also ich sag euch eine Sache, wenn das kein Ehrenmann ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, klar Leute, ich feier Bushido, ich feier seine Lieder, aber als Person und alles habe ich echt kein gutes Bild mehr von ihm. Klar, habt immer euer eigenes Bild, Leute. Ich sage nur jetzt mit dem Video, K1 hat recht gehabt und mehr möchte ich gar nicht mit diesem Video sagen, Leute. Und ja... Wisst ihr auch, was krass ist? Er sagt sogar hier in seinem Diss-Track, er sagt, ich warte nur auf den Tag, dass du ohne deine Araber, dass du ohne diesen Abu Chaka-Clan mal dastehen wirst. Ich warte nur auf den Tag. Junge, 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 Jahre sind vergangen, der Tag ist gekommen. Er hat es einfach schon damals vorhergesehen, Trotzdem hat der Hate abbekommen, egal, sein Hate ist auch, wenn viele dieses Video disliken werden, weil sie eben auf dieser Seite von Bushido sind. Aber ich sage euch eine Sache, ich beziehe das jetzt nicht auf Bushido. Seid niemals auf der einen Seite, die ihr immer und immer und immer feiert. Seid immer auf der Seite, wo die Person recht hat. Ich sag mal so, wenn ich 20 Jahre lang Bushido gefeiert habe, aber ich weiß ganz genau, Bushido lügt, Bushido ist auf der falschen Seite, dann feiere ich ihn doch nicht. Also das heißt, dann gebe ich doch zu, dass er im Unrecht ist. Werdet nicht blind, Leute. Das wollte ich euch nur damit sagen. Werdet nicht blind und ihr müsst einfach mal die Wahrheit auch erkennen so. Und ja, Leute, das war es eigentlich auch schon mit meiner Reaction. K1 hatte einfach damals recht gehabt und hat sein Todeshate dafür abbekommen. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um in Zukunft auch keine Videos mehr von mir zu verpassen. Leute, ich sage es einfach viel zu selten, aber ich möchte mich bei euch bedanken. Leute, ich liebe euch wirklich vom Herzen, weil den Support, den ihr abliefert, ist echt nicht mehr normal. Dankeschön, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.